Die Biennale Lyon gilt als eine der wichtigsten europäischen Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Sie findet dieses Jahr zum 15. Mal statt, allerdings auf neuem Terrain, einem 29.000 Quadratmeter großen Fabrikgelände, das 2015 geschlossen wurde. Ein Kuratorenteam des Palais de Tokyo in Paris suchte die Künstler aus. Unser Gedanke war es, ein Erlebnis zu schaffen. Also haben wir begonnen, eine Landschaft zu entwerfen. Nur welche Art von Landschaft? Es ging nicht um reine Natur, sondern auch um die Darstellung einer wirtschaftlichen, sozialen, historischen, politischen, bakteriologischen Landschaft. Von der sogenannten infradünnen bis hin zur kosmogonischen Ebene. Modernistisches Design, Glamrock und Humor vereinen sich im sogenannten Design Room, eine multimediale Installation über mehrere Etagen. Meine Formel lautet Transmedium, Transgenre, Transgender. Denn ich bin selbst Transgender und in meinen Werken versuche ich immer Genres und Medien zu mischen. Das Duo beleuchtet auch die dunkle Seite der Gentrifizierung und unseres Wertesystems. Ich denke, wir brauchen in Zukunft eine völlig neue Gesellschaftsordnung. Sonst sind wir auf einem... Sonst stehen wir an einem Abgrund, wie hier. Kunst und Wissenschaft vereinen sich bei Prometheus Delivered, einer Marmorskulptur, die Prometheus gefesselt zeigt. Durch steinfressende Bakterien zersetzt sich die Statue langsam. Künstler Thomas Feuerstein erklärt, wie sich der Rest des griechischen Mythos in seiner Installation widerspiegelt. Die Strafe war, dass jeden Tag ein Adler kam und Prometheus Leber aß, die immer wieder nachwuchs. Die Leber war das Symbol für die Zukunft. Ich wollte, dass Wissenschaftler einer medizinischen Universität in Österreich eine neue Leber für meinen Prometheus erschaffen. Mit Erfolg. Sie haben eine aus menschlichen Leberzellen herangewachsene 3D-Plastik angefertigt. Die Biennale ist auch an anderen Orten Lyons zu sehen, unter anderem im Stadtzentrum und im Museum für zeitgenössische Kunst. Der französische Künstler Karim Kahl hat diese Fotos in einer Jugendstrafeinrichtung in Mézieux am Stadtrand von Lyon aufgenommen. Schlicht, aber präzise. Die grundlegende Idee war es, die Perspektive der Häftlinge bzw. des Nutzers der Räumlichkeiten einzunehmen. Die Bilder wurden nachts mit einem relativ starken Blitz und einer kurzen Belichtungszeit aufgenommen. Dadurch ist der Hintergrund komplett schwarz. Hier haben wir das Porträt eines Aufsehers, das ein Insasse mit einem Kugelschreiber gemalt hat. Wir haben auch dieses Fenster. Das Glas ist zerbrochen. Das steht beispielhaft für die weit verbreitete Praxis in Gefängnissen, Fenster aus Wut zuzuschlagen. Die Ausstellung geht bis Januar und umfasst Werke von mehr als 50 Künstlern aus aller Welt. Viele der Ausstellungsstücke dieser gewagten und vielseitigen Biennale werden sich in den kommenden Monaten verändern. Veränderungen vor dem Hintergrund der Metamorphose dieses Gebäudes, von der Fabrik zum Kulturzentrum. Andrea Bolitho in Lyon für Euronews.